Titel des Stückes Hike, Wandern. Ich glaube, man würde ihn gründlich missverstehen, wenn man da etwa denken würde, das sei nun eine Schilderung einer Wanderung durch die Rocky Mountains. Im Programmheft schon können Sie nachlesen, dass der Komponist an Klangwanderungen interessiert ist. Und ich glaube, uns als Publikum würde interessieren, ein bisschen mehr, was das für ein Interesse ist an Klangwanderungen, was für vielfältige Klangwanderungen in diesem Stück vorkommen. Ich glaube, beim zweiten Hören können wir vielleicht auf das eine oder andere genauer achten. Ja, zuallererst möchte ich einmal ganz herzlich dem Orchester und Herrn Zettel für das Engagement danken. Das ist für uns Komponisten sehr wichtig, dass wir gespielt werden, dass sich Leute uns annehmen, und ich habe besonderes Glück gehabt. Ja. In dem Stück geht es, wie gesagt, um Wandern, aber allgemeiner gesagt um Bewegung. Wenn man wandert, kommt man meistens nicht drum herum, sich zu bewegen. Um möglichst viel Bewegung zu erzielen, habe ich in dem Stück alle Instrumente geteilt. Dadurch müssen die Musiker paarweise oder alleine agieren, was eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Dieses ermöglicht es mir jedoch, dass ich musikalische Strukturen gewissermaßen durch das Orchester wandern lassen kann. Dies geschieht teilweise fließend, teilweise auch abrupt. Zwischendurch gibt es, das kann man auch, glaube ich, wie eine Choreografie fast sehen, so wie man es aus dem Stadium oder Ähnliches kennt, so Laola-Wellenartige Geschichten. Auch alle anderen Parameter bewegen sich, vom solistischen Klang über kammermusikalische Elemente bis hin zum vollen Orchester Tutti. Vom Pianissimo bis zum Fortissimo, vom Geräusch zum Klang, vom Einzelklang über unterschiedliche Intervall- und Akkordstrukturen bis hin zum Zwölftonakkord und auch darüber hinaus gefärbt durch Geräusche und Mikrotonalität. Dann gibt es auch Momente, wo eine Art von Tonalität durchscheint, und dann wandert es wiederum zu Passagen, die sicher das Gegenteil von Tonalität sind. Ja, vielleicht so viel. Ja, wir werden uns bemühen, beim zweiten Hören auf vieles davon zu achten. Mir ist jetzt beim ersten Hören schon aufgefallen, und das wird Ihnen auch so gegangen sein, meine Damen und Herren, dass das Ganze ja nun in keiner Weise extrem oder chaotisch organisiert ist, sondern man kann ja klar so drei Abschnitte hören, und das ist dann spannend, dass am Ende des dritten Abschnittes ja auch etwas vom ersten Abschnitt wieder aufgenommen wird, aber es ist doch irgendwie anders. Was ist das für eine Formidee? Ja, das Stück ist eigentlich eine offene Form, das heißt, nicht das Ziel ist das Wichtige, so wie beim Wandern auch, sondern das, was man unterwegs erlebt, am schönen Ding, nicht so schönen Ding, wie auch immer. Und wie Sie gesagt haben, besteht das Stück im Groben aus drei Abschnitten, wenn man das so sieht, unterschiedliche Klanglandschaften, durch die man sich hindurch bewegt. Der erste Abschnitt ist sehr energetisch und explosiv. Unterschiedlichste Klangspielweisen treffen aufeinander und es findet eine Verdichtung statt. Langsam füllt sich das Orchester auf, und hier in dem Teil ist, glaube ich, ganz besonders wichtig der Raum. Also es werden regelrecht Motive zwischen den unterschiedlichen Instrumentengruppen hin und her geworfen. Der zweite Abschnitt ist etwas ruhiger, teilweise fast kammermusikalisch. Hier steht Geräusch und Ton gleichwertig nebeneinander, und der Einzelklang als Ereignis steht eigentlich als Objekt im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Im dritten Abschnitt kommt dann wieder die Energetik vom Anfang zurück, jedoch auf eine andere Weise, und hier spielt auch wieder der Raum eine sehr große Rolle. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt Herrn Zettel noch was fragen, und zwar zu dieser Idee, die Sie ja jetzt zu uns hier nach Rostock gebracht haben, ein Stück zweimal zu spielen. Wir wissen alle, das ist ja eine Tradition, das hat man schon viel gemacht, und im 20. Jahrhundert gibt es an manchen Orten ganze Konzertzyklen, die damit operieren, dass Stücke zweimal gemacht werden. Aber was sind Ihre persönlichen Erfahrungen damit? Sie haben ja in Ihrem Berufsleben auch schon viele Uraufführungen dirigiert. Ja, einige schon. Einige, ja, genau. Ja. Ja, es ist so, als ich die Partitur auf den Tisch bekam, das war gar nicht mal so voll. Sehr, sehr langer Zeit, dann habe ich gedacht, mein Gott, warum hast du dir das angetan? Ich habe erst nur so eine kleine Abzugsfahne, da konnte ich nur mit der Lupe lesen. Und dann habe ich dieses große Buch endlich gekriegt
und das war angefüllt mit Tausenden von hieroglyphischen Zeichen. Und als ich dann sagte, naja, das musst du natürlich irgendwie meistern, und mich hat die Partitur als solches interessiert. Erstmal, wenn man das aufschlägt, hat auch eine ganz große, für mich einen großen Reiz, grafischen Reiz. Sie hat vielfach richtig, ist schön, könnte man ausstellen oder in dem Bild, also einige, ja, so. Und hinter diesen Geist dieses Werkes zu kommen, hat mich die Form gebracht. Ich musste natürlich dann in alle Einzelheiten gehen, ja, das Klanggebäude studieren, wo sind die Träger, wo sind die Ziegel und was ist das kleinste Teil. Sie haben gehört, ich will da nicht so sehr viel darüber sprechen, wie es aufgefasert ist bis in die letzte Geige. Das ist auch nebenbei gesagt sehr arbeitsaufwendig für die Erarbeitung dieser Partitur. Dieses geordnete Chaos scheinbar, also wirklich zu ordnen. So, und dann habe ich mit der Form begriffen, wie das läuft, aber ich habe versucht, mir auch einen persönlichen Zugang zu dem Stück zu schaffen. Dann kamen mir diese zwei Worte in den Sinn, ein Gedanke oder eine Idee und die Kraft. Die Idee, gleichsam dieses erste Motiv, was durch das ganze Stück wandert, jetzt sind wir wieder beim Titel, ist, tritt ja mächtig frech ins Leben mit einem Paukenschlag, ja, wie Sie vielleicht noch sich erinnern können, so, es geht ja mächtig los. Und diese Idee versucht sich zu artikulieren in dem ersten Teil viermal, und jedes Mal bricht es schnell ab und diese Idee setzt sich nicht durch. Und am Schluss, sogar nach dem ersten Höhepunkt des Teils, kommt ein ganz läppisches Zusammenfallen mit einem Pizzicato. Und dann kommt der zweite Teil. Ich habe das also ganz anders gelesen, so wie er formal. Ich habe versucht, da eine durchgehende gedankliche Linie zu finden für mich als Interpret. Der zweite Teil ist für mich introvertiert, er ist rückwärts gewandt, er ist sehr besinnlich, er ist chaotisch zum Teil. Plötzlich spielt einer ganz laut auf der Geige und andere antworten. Also es ist, jeder ist für sich, also es ist ein bisschen auch eine Einsamkeit. Und dann wird plötzlich die Idee frech und formiert sich auch im Gruppenspiel, wenn auch nicht alle Geigen oder die Zweigen oder die Bratschen, aber es ist organisierter, aber es reicht nicht. Es fällt wieder in sich zusammen, dann treffen zwei kleine Trommeln, sie sitzen heute Abend wo ganz anders, wie ich sie erwartet hatte, der ist da hinten und da, und regen ihre Flügel und wollen nochmal neu starten, und die gibt ihnen Kraft für das letzte Stück. Das hat jetzt die Kraft, hat also was, fast wie ein Urstrom angenommen, man kann sie nicht mehr aufhalten und hat fast manchmal tänzerische Züge, aber es geht, die Kraft wird brutal, finde ich. Plötzlich schlägt einer mit der Faust oder mit einem Hammer, hält das Ganze und es ist Schluss. Und es entlässt mich, das ist also meine Sicht, in einer großen Fragestellung, geht es ins, möglicherweise ins Elysium oder in den Hades oder in das Nichts oder in den Tod. Ja. Also es ist für mich ganz, ganz philosophisch interessant, das mal so zu sehen. Also jedenfalls hat mir das geholfen, um das nicht nur technisch abzuliefern. Danke. Und ja. Sie, es war Ihre Aufgabe, diese Partitur aus dem Papier jetzt mit den Musikern zusammen zum Leben zu erwecken. Und ich denke, was Sie gesagt haben und was der Komponist uns gesagt hat, ist uns allen sehr hilfreich für das Hören des zweiten Mals. Freuen Sie sich auf eine spannende zweite Aufführung des Stückes Haik von Sven Deiter. Ja, werden.
Thank you.